Ein unendlicher Ozean. Überall nur Wasser und mittendrin ein kleines Floß mit mir. Genau auf dieser besonderen Welt versuche ich heute nämlich Minecraft durchzuspielen. Damit das Ganze allerdings überhaupt möglich ist und ich irgendwie an Ressourcen komme, treiben die ganze Zeit zufällige Items und Mobs an mir vorbei. Ach ja, und als wäre das noch nicht schwer genug, darf ich dazu keinen einzigen Pixel Wasser berühren. Passiert mir das Ganze aus Versehen doch, darf ich zwar respawnen, verliere aber alle meine Items. Es wird wirklich extrem kompliziert und zum Schluss auch etwas verwirrend. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Lasst außerdem sehr gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo da, wenn euch die Idee gefällt. Und kommentiert auch unbedingt weitere Challenges, die ich mal ausprobieren soll. Jetzt aber viel Spaß bei meinem Versuch, Minecraft auf einem einsamen Floß durchzuspielen. Freunde, die ersten Items kommen. Oh, ein Amboss. Das ist schon mal sehr nice. Den hebe ich mir auf jeden Fall für später auf. Oh, da hinten ist der erste Dia. Glaubt ihr, ich kann den angeln aus der Entfernung? Kann ich? Kann ich nicht. Nevermind. Okay, Obsidian, wir könnten später in den Nether, das brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Also wir sollten eigentlich alle Items hier direkt bekommen können. Unseren ersten Diamanten haben wir jetzt auch, das ist auch sehr nice. Hilfe, ein Slime. Du stößt mich nicht ins Wasser, auf keinen Fall. Oh, Dia-Schuhe, die brauche ich. Ja, let's go. Oh, Dia-Block. Dia-Block. Ja, nice. 9 Dias auf einmal. Und da hinten sogar direkt eine Dia-Hose. Was ist denn da jetzt los? Was ist das für eine Streak? Let's go. Sogar eine Dia-Hose. Noch ein Amboss. Let's go. 2 Ambosse sind besser als einer, sagt man ja immer. Boah, sogar eine Enderkiste. Okay. Klar, nehme ich gerne mit. So, was haben wir hier alles bekommen? Bisschen Holz gerade. Paar Blöcke, um hier meine Plattform zu erweitern. Oh, ist das ein Goldapfel oder ein OP-Goldapfel? Und scheinbar war es kein Goldapfel und auch kein OP-Goldapfel, weil ich habe beides nicht eingesammelt. Dafür haben wir jetzt allerdings schon unsere erste Enderperle, was nice ist. Dazu eine Netherite-Chestplate, was überkrass ist. Dann hier sogar eine zweite Ender-Chest, warum nicht? Oh, noch ein Dia-Block, noch ein Dia-Block. Let's go. Okay, einmal Bedrock, was man eigentlich gar nicht bekommen kann in Survival. Und noch ein Dia-Block, sehr nice. Bevor wir gleich mit dem Video weitermachen, möchte ich euch noch ganz kurz den heutigen Sponsor vorstellen. Und das ist dieses Mal Bloodline Heroes of Lithas. Das Ganze ist ein neues Heldensammel. Fantasy-RPG in realistischer 3D-Grafik, das ihr kostenlos auf eurem Android- oder iOS-Gerät spielen könnt. Eure Aufgabe in diesem Spiel ist es, so viele starke Champions wie möglich zu sammeln, um so euer eigenes Königreich aufzubauen. Aber nicht nur das, denn wie der Name schon vermuten lässt, könnt ihr eure Helden beliebig miteinander kombinieren. So habt ihr die Möglichkeit, euren Stammbaum immer weiter anzupassen, um so die individuell stärksten Champions zu erschaffen. Am 27. Oktober startet außerdem ein neues Halloween-Event und passend dazu wird natürlich auch hier wieder eine neue Klasse hinzugefügt. Die Verfluchten sind ein neuer Vampir-Clan mit extrem starken Champions, die du unbedingt in deinem Team brauchst. Wenn du bereits ab Start bei diesem Event dabei bist, bekommst du am 7. Tag einen verfluchten Champion kostenlos. Falls das Ganze für euch interessant klingt, könnt ihr euch Bloodline jetzt kostenlos über den Link in der Beschreibung runterladen. Außerdem erhaltet ihr so nochmal ein spezielles Starterpaket im Wert von 20 US-Dollar geschenkt. Ein Riesendanke geht wie immer raus an Bloodline für die Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Oh, ein Ofen ist da hinten. Das ist eigentlich nice, weil an 8 Cobblestone zu kommen ist ein bisschen schwierig. Deswegen sehr gut, dass wir jetzt hier schon mal so unseren Ofen bekommen haben. Oh, ja, yeah, let's go. Die Elytra. Aber unsere Netherite Chestplate ist für den aktuellen Moment natürlich besser. Ja, hier ein Beacon hin, das kann man mal machen. Noch mehr Wolle. Vielleicht kann ich mir damit dann immerhin irgendwann mal ein Bett craften. Das wäre schön. Und außerdem haben wir dazu sogar unsere erste Blazewood bekommen, was auch sehr nice ist. Den dritten Amboss können wir jetzt eigentlich auch mal wegwerfen. So, dann nehmen wir unser Holz, verarbeiten das ganz entspannt zu Sticks und craften uns alle möglichen Tools, die wir halt brauchen. Zack, 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 bababam. Und dann natürlich auch noch ein Dia-Schwert. Let's go, wir sind full Dia, nachdem wir eine Viertelstunde jetzt auf dieser Welt circa sind. Haben wir vielleicht in der Zwischenzeit ein bisschen mehr Holz bekommen? Das sieht mir schon so aus. Ja, also hier ist Holz. Oh, und jetzt haben wir eine Netherite-Axt. Wir hätten uns gerade gar keine aus Dias machen müssen. Ich brauche Holz für Trapdoors, bitte. Oh, ich habe Blaze Powder weggeworfen. Und Holz, das war beides dumm. Wir haben sogar eine Rakete. Können wir später mit der Elytra fliegen, auf jeden Fall. Oh, ein Lagerfeuer, auch gut, um Sachen zu braten. Warum renne ich da durch? Da können wir jetzt hier einfach das Fleisch drauflegen, weil ihr merkt schon, wir haben jetzt doch schon recht viel Hunger verbraucht. Und das könnte später auf jeden Fall auch noch ein Problem werden. Leider haben wir immer noch keinen Endportalrahmen bekommen. Es wäre halt wirklich wichtig, den brauchen wir auf
jeden Fall, um Minecraft durchzuspielen. Aber ich bin mir bis jetzt gar nicht sicher, ob die hier überhaupt vorbeifließen können. Ja, Holz, let's go, wichtig. Sogar eine Netherite-Hoe, um Gottes Willen. Oh, Netherite-Block ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Okay, das ist krass. Habe ich hier nicht irgendwo vielleicht ein Smithing-Table verbaut? Ich glaube nicht. Wir könnten uns aber selber einfach eincraften und direkt unsere ganze Rüstung upgraden. Dann mache ich das doch, oder? Das ist doch vernünftig. So, dann einmal den Netherite-Block zu Netherite-Ingots, dasselbe mit dem Eisenblock. Dann packen wir hier insgesamt 4 Holz und 2 Eisen ins Crafting-Menü, bekommen ein Smithing-Table. Und hier können wir dann ganz entspannt alle unsere Dia-Tools in Netherite upgraden. Ja, und ich denke, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Und da hinten kommt ein Illusionist. Ich habe Angst. Gut, ist aber kein Problem. Ich bleibe hier links auf meiner Insel. Da sollte eigentlich alles safe sein. Oh, Verzauberungstisch. Komm her. Let's go, Freunde. Also später können wir dann verzaubern. Keine Ahnung, ob ich das machen werde, weil ich komme ja auch nicht richtig an Level. Aber es ist ganz cool. Wir bekommen sogar ein Bundle, was es ja eigentlich gar nicht gibt. Oh, ich habe meine Netherite-Schaufel weggeworfen. Komm wieder her. Es war nicht so gemeint. Danke. Warum ist denn mein Inventar jetzt schon wieder so voll? Was ist denn da los? Können wir vielleicht erstmal dieses Protection-Buch auf unsere Chestplate machen? Ja. Kostet nur 3 Level. Wir sind auf jeden Fall besser equipped. Warum habe ich denn immer noch keine Endportal-Frames? Das kann nicht sein. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich will nicht, dass die am Ende nicht existieren in der Challenge. Boah, Pfeile werden ja dann später auch schwierig. Ich denke, dafür brauche ich dann bestimmt mal einen Villager, wenn einer vorbeikommt. Oh, ein Blitz. Da ist gerade ein Blitz eingeschlagen. Das ist auch gar nicht gut. Wenn mein kleines Raft hier Feuer fängt, dann hätten wir wirklich ein Problem. Oh, ein Blitzableiter. Das lohnt sich doch gerade. Oh, Blitzeinschlag. Nochmal. Hilfe. Immerhin eine neue Schalkerkiste. Noch mehr Obsidian, was wir nicht brauchen. Oh, Enderauge. Let's go. Wichtig. Also eigentlich fehlen mir halt nur noch diese Endportalrahmen. Dann natürlich Enderaugen und Blaze Rods. Und zum Schluss gerne noch ein Villager und ein Fletching Table, damit ich irgendwie an Pfeile für meinen Bogen komme. Beziehungsweise generell erstmal an den Bogen. Und das ist eigentlich alles. Das Problem ist halt, wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Endportalrahmen. Oh, Enderauge. Da drüben. Da drüben. Let's go. Drittes Auge. Oh, wir haben sogar direkt eine Trapdoor aufgesammelt. Und einen Bogen haben wir ja auch. Sehr nice. Warum ist meine Spitzhacke nicht aus Netherite? Das ist ja peinlich. Gott, das müssen wir direkt ändern. Was mache ich? Oh, neue Blaze Rod. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sehr nice. Die zweite schon. Jetzt ist da hinten eine Hexe. Das ist halt wirklich bitter. Was mache ich denn da jetzt? Wie kann die mich von hier treffen? Was ist das denn? Wir müssen in den Nahkampf gehen. Easy. Das war ganz, ganz einfach. Ich hatte keine Probleme in irgendeiner Sekunde. Außer extrem viele große. Aber sonst nichts. Wir brauchen eigentlich schon sehr, sehr dringend einen Fletcher, muss ich sagen. Ich denke, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen bleiben und hoffen, dass ich irgendwie was Sinnvolles bekomme. Oh, Blaze Powder? Bitte? So, das nächste, das ist schon das dritte. Also Blaze Powder haben wir genug. Nur Enderperlen technisch sieht es noch nicht so gut aus. Gut, also ein Fletching Table haben wir damit schon mal. Fehlt nur noch ein Villager, der noch einen Beruf braucht, der hier irgendwie vorbeischwimmen muss. Okay, sehr nice. Ein neuer Emerald Block. Da können wir dann später mit dem Fletcher auf jeden Fall traden. So, gibt es hier vorne vielleicht der Zwischenzeit irgendwas Neues. Oh, ein OP-Goldapfel, let's go. Das ist stark, das ist sehr stark. Eine neue Elytra, eine sollte aber eigentlich reichen, also weg damit. Oh, neues Enderauge, sehr nice, das dritte. Oh, ein Bett, let's go. Ich wusste gar nicht, dass wir auch instant einfach komplette Betten schon bekommen können. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Damit können wir uns jetzt hinlegen und halt die ganzen nervigen Nächte überspringen. So, da kommt unser Bett doch direkt das erste Mal zum Einsatz. Es ist Nacht und ich kann trotzdem noch nicht schlafen. Okay, Freunde, also falls ein Villager kommt, dann muss ich auf jeden Fall vorbereitet sein. Also nicht, dass der hier ganz abseits einfach an mir vorbeischwimmt. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, erstmal in beide Richtungen solche langen Arme machen. Das Ding ist nur, dadurch ist halt auch die Gefahr da, dass wir andere Mobs zum Beispiel an Land lassen. Zum Beispiel halt diese Hexe da hinten. Das wäre nicht so gut. Ich habe aber einfach viel zu viel Angst davor, dass dieser Villager an mir vorbeischwimmt. Deswegen mache ich jetzt hier mal so eine kleine Landzunge, wie wir als Seefahrtexperten das sagen, damit wir, falls ein Villager kommt, den auf jeden Fall einfangen können und von ihm dann hoffentlich genug Pfeile für unseren Bogen traden können. Ah jo, und dabei habe ich gerade direkt schon einen Totem bekommen. Sehr nice. Oh, noch ein OP-Goldapfel. Oder ein normaler? Ein OP-Goldapfel. Let's go, der zweite. Ah nee, wisst ihr was, Freunde? Der Arm muss weg, sonst leckt mein Spiel zu sehr. Na gut, dann hoffen wir einfach, dass der Villager, wenn er kommt, genau hier in der Mitte vorbeischwimmt. Oh, noch
noch ein Totem, sehr nice. Die Totems können uns aber übrigens trotzdem nicht vor dem Wasserschaden befreien, sozusagen. Also auch wenn ich mit Totem ins Wasser falle, bin ich natürlich trotzdem tot, das sollte klar sein. Ach ja, und ich sollte langsam anfangen, Sand zu sammeln. Warum, das erfahrt ihr dann aber gleich. Oh, Enderperle. Enderperle. Da ist sie, einmal einsammeln bitte. Let's go, nächste Enderperle, die dritte. Villager, 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 ganz wichtig. Fangt ihn, wir müssen den fangen. Ich baue einen Schutzwall. Bitte, 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 bitte. Das reicht, der Villager kommt. Freunde, wir bekommen Besuch. So, der muss direkt Fletcher werden, er hat keine andere Wahl. Werde Fletcher, das ist dein Traumjob, schon immer gewesen. Oh, Illusionist, das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht, das ist ganz, ganz schlecht. Oh, oh, Freunde, seht ihr das da drüben? Das ist ganz schlecht gerade. Vielleicht despawnt er ja mit der Zeit, oder? Hehe, Hilfe. Vielleicht müssen wir die Treppe hier platzieren. Zack. Dann hier zur Absicherung noch ein paar Blöcke hin. Und wenn wir jetzt das hier zerstören... Oh, er ist da! Und er will... Er will kein Fle... Nein, nein! Villager! Gott, jetzt haben wir ein Problem. Erstmal den Illusionisten töten, geschafft. Jetzt nur noch die Wechsel. Gott, es tut mir leid, Villager. Goldapfel, kommt her. Erster tot, zweiter nicht. Alle tot? Oh mein Gott. Okay, okay. Es läuft doch, es geht doch, es geht doch. Let's go. Wir haben den Villager eingesperrt, Freunde. Wir haben jetzt jemanden, der uns Pfeile tradet. Und vor allem gerade gegen den Illusionisten oder so oder gegen den Illusionisten da hinten ist das wirklich extrem wichtig. Also aktuell ist er noch Librarian. Das soll er natürlich nicht bleiben. Dann machen wir den hier kaputt, setzen den hier hin. Und schon haben wir einen Fletcher, der uns extrem teure Sachen verkauft, weil wir ihn aus Versehen extrem aufgeschlagen haben. Oh, das ist sogar genau der Trade, den wir wollen eigentlich. Ja, dann kaufe ich mir doch direkt Pfeile, oder? Egal, ob die teuer sind. Oh, noch ein Enderauge. Let's go. Ey, wer bist denn du? Nanu. Noch ein Villager. Na klar. Heute ist Tag der offenen Tür. Kommt alle vorbei. Kann ich den vielleicht ein bisschen verschieben, damit er hier hochkommt? Hey, Kollege, kommen Sie rüber. Kommen Sie hierher. Na gut, dann platziere ich auch hier noch eine Treppe. Und dann läuft er auch schon. Nein! Nein! Oh nein! Ich war so gut gerade. Okay, Freunde. Leider sind jetzt alle Items weg. Die ganze Netherite-Rüstung, die ich hatte und so. Naja, die werden wir nie wiedersehen. Trotzdem hoffe ich, dass jetzt bald wieder neue Items angespült werden. Und ich so relativ schnell wieder an besseren Stuff komme. Oh, eine Netherite-Spitzhacke. Let's go. Wir sind wieder da. Ja, ziehen wir erstmal die Goldhose an. Ist zwar nicht das Wahre, aber naja. Wie gesagt, Blaze Rods und Blaze Powder haben wir genug. Es fehlen nur noch ein paar Enderperlen. Ja, also ganz so schlimm sieht's noch gar nicht aus jetzt mit der Zeit. So, dann kaufen wir uns bei dem Kollegen erstmal noch ein paar mehr Pfeile. Ich meine, ja, zur Sicherheit 3 Stacks sollten reichen für das, was uns hier so erwartet. Okay, wir haben wirklich nochmal 2 Enderaugen dazu bekommen, glaube ich, insgesamt. Nur halt Sand habe ich noch nicht und ich brauche Sand. Wir haben insgesamt jetzt 12 Enderaugen, wenn wir die noch vercraften. Und dann werfe ich hier doch einfach mal das erste Auge. Seid ehrlich, damit habt ihr nicht gerechnet. Okay, also der Stronghold ist in die Richtung, das fällt jetzt ins Wasser und wird dann auch abgetrieben, also das bekommen wir nicht wieder. Aber dadurch wissen wir schon mal die Richtung, können uns hier so lang bauen. Dann kann es jetzt auf jeden Fall lange dauern, bis wir irgendwie zum Stronghold kommen. Ich kann probieren, ob wir in der Challenge mit einem Boot fahren können. Aber auch dann, wenn wir da über dem Stronghold sind, kommen wir trotzdem nicht nach unten, weil dafür müssen wir irgendwie einen Block platzieren. Ja, wobei, ich muss es ausprobieren. Wenn ich sterbe, ist halt mein ganzer Stuff weg. Deswegen zwischenlagere ich den jetzt erstmal hier in der Kiste, damit ich da auf jeden Fall nichts riskiere. So, und dann probiere ich mich doch einfach mal in ein Boot zu setzen. Und ich bin gespannt, ob das vielleicht funktioniert. Werde ich sterben oder werde ich es überleben? Wir können kein Boot fahren. Es wird sehr lange dauern. Oh, was willst du denn jetzt? Hier. Steht da einfach ein Ravager auf meinem Heimweg. Na super, das läuft ja perfekt. Nee, also egal wie lange ich suche, ich finde einfach keine Endportalrahmen. Obwohl es die eigentlich geben sollte. So, ich baue mich jetzt erstmal ganz, ganz sicher über diesen Ravager drüber. Ja, das ist halt schon weird. Normalerweise sollten die spawnen, wie gesagt. Okay, Leute, guckt euch das einfach mal an. Es spawnt kein einziger Endportalrahmen. Und das ist wirklich ein Problem. Normalerweise ist das nämlich, soweit ich weiß, der einzige Weg, um diese Challenge zu beenden. Also ich habe mir jetzt ein paar Videos dazu angeschaut und alle haben am Ende einfach ihr eigenes Endportal gebaut. Wie bereits angekündigt, weiß ich nicht warum, aber bei mir spawnen halt keine Endportalrahmen. Wie gesagt, habe ich mir als einzige Lösung für dieses Problem überlegt, dass ich ja einfach zu einem natürlich gespawnten Stronghold laufen könnte. Da ist allerdings das Problem, dass der erstens 2000 Blöcke entfernt ist. Das bedeutet, dass ich mich 2000 Blöcke lang mit irgendwelchen random Blöcken langbauen müsste, was unverständlich
unfassbar lange dauert. Und zweitens habe ich dann immer noch keine Lösung, wie ich runter in die Tiefe schwimmen soll. Außer natürlich, ich will jetzt irgendwie 10 Stunden meines Lebens opfern, was aber irgendwie für diese Challenge zu viel wäre. Deswegen werde ich mir diese 12 Endportalrahmen jetzt cheaten. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr versteht das. Für mich ist das auch kein befriedigendes Ende, aber es gibt halt einfach keine andere Möglichkeit. Yo, no way, wie kommt die denn auf einmal in mein Inventar? Okay, kleiner Spaß, wie gesagt, ich habe sie mir einfach genommen. Aber es gab keine andere Möglichkeit, es tut mir wirklich leid, Freunde. So, nichtsdestotrotz bedeutet das aber, dass wir jetzt endlich Minecraft durchspielen können. Dafür müssen wir aber erstmal unser Inventar noch sortieren, ein paar Sachen erledigen und die mache ich jetzt. Das war Karma. Das war so Karma. Ich hoffe, jetzt sind alle zufrieden dafür, dass ich mir die genommen habe, dass ich dann einfach ins Wasser falle und all mein Stuff von gerade verliere. Toll, perfekt. Es läuft ja unfassbar gut. So, das erste, was wir machen müssen, ist natürlich erstmal hier das Endportal zu bauen. So, zum Glück habe ich ja vorhin mein ganzes Zeug, was ich irgendwie fürs End bräuchte, hier in dieser Kiste gelagert, in der hier. Bedeutet auch, wenn ich jetzt dumm gestorben bin, allzu viele Sachen muss ich nicht mehr ranholen. Ja, das Equipment ist gut genug, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben eigentlich alles dabei. Ich nehme noch meine Elytra mit, glaube ich. So, dann craften wir uns das letzte Enderauge, was wir noch brauchen. Das Portal wird aktiviert. Das hat funktioniert. Es lief nicht alles wie geplant, aber der Enddrachenkampf wird, glaube ich, trotzdem sehr interessant. So, Blöcke habe ich natürlich trotzdem wenig dabei. Das bedeutet, ich pearl mich da jetzt erstmal rüber. Das funktioniert gut. Ich glaube, ich habe alle Türme zerstört. Ich könnte eigentlich in den Nahkampf gehen. Was ist das denn? Was hat der Drache denn da gemacht? Also auch wenn die ganze Challenge chaotisch war, im End will ich jetzt eigentlich auch nicht sterben. Wenn er nicht gleich wieder so ausrastet wie gerade. Tut er aber. Zum Glück habe ich eine Elytra. Der Enderdrache fliegt wieder in die Mitte. Das könnte eigentlich schon das Finale sein. Oh, er dreht sich sogar freiwillig zu mir. Wie nett. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht gut aus. Und mitdrehen und mitdrehen. Und das ist wichtig. Let's go! Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geregelt. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch die Challenge gefallen hat, auch wenn sie jetzt ein bisschen chaotisch war am Ende. Ich versuche das auf jeden Fall bei den nächsten Challenges besser zu machen. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss und lerne aus meinen Fehlern. Wie gesagt, wenn ihr trotzdem Spaß hattet, könnt ihr sehr gerne jetzt mal ein Like und ein Abo dalassen. Und kommentiert auch gerne mal, was ich in Zukunft besser machen könnte, beziehungsweise was ich mal in Minecraft ausprobieren soll. Ich wünsche euch trotzdem noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Dienstag wieder. Haut rein, haltet die Ohren steif und bleibt gesund.